Oh oh. Wir sollten laufen. Aber ich weiß nicht, wo lang. Wer ist denn das überhaupt? Einer mit einem Beil. Das ist wieder so ein Zwilling, ne? Damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Outlast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Ja, nicht ganz an der gleichen Position, wo wir im letzten Part aufgehört haben, aber da laufen wir schnell hin. Denn wir müssen immer noch Vater Martin finden. Okay, erstmal wieder reinkommen hier. Hier können wir ja... Ah ne, wir müssen da... drüben runter, genau. Oh. Wir gehen aber hier nochmal runter, weil wir keine weiteren Batterien tragen können. Okay, wir haben 10 von 10 Batterien. Nice. Voll krass. Hatten wir noch nie. Na, dann kann ich mich jetzt auch ein bisschen mehr umgucken. Nee, nein, ich lasse das mit dem Umgucken. Desto eher sind wir hier aus dem Höllenschlund raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir kommen jetzt irgendwie langsam dem Eingang nahe. Habe ich noch im Kopf vom letzten Part. Bin gespannt. Genau, hier ist Klaviermann. Und hier kommen wir zur Opernhalle oder was auch immer das hier ist. Jetzt hier auch. Hallo? Hä? Ich dachte, ich muss jetzt hier lang. Geht nicht. Warum nicht? Wo denn dann? Hä, das checke ich gerade schon wieder nicht. Das sieht doch so aus, als wenn wir hier durch müssen. Oh, lol. Jetzt geht's irgendwie. Aber da nicht draufklettern. Okay. Wo ist Klaviermann? Klaviermann war hier. Klaviermann hat keinen Bock mehr. Ich hab auch keinen Bock. Oh, fuck you. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos. Okay, wir gucken uns erstmal einen Film an. Clearance Sierra Alpha, Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The films are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded 3 instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. Ich kann auf dem Filmmaterial gar nichts erkennen. Ey, diese Kamera, ne? Exit! Oh, scheiße. War ja klar. Folge der Blutspur, machen wir. Oh, einfach durchrennen. Ja, ja, mir egal. Lass mich in Ruhe. Einfach durchrennen hier. Oh Mann.
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich immer freue, wenn diese 20 Minuten um sind. Hört sich blöd an, aber es ist halt wirklich so. Es ist halt wirklich so. So, ich kack mir hier einfach in die Hose. Hier, lad mal die Batterie nach, dann können wir die hier wenigstens mitnehmen. Oh, fuck! Ja, und jetzt mach halt auf. Warum nicht? Hä? Und jetzt? Okay, jetzt ist hier die Tür offen. Wo rennt er denn jetzt hin? Soll ich den verfolgen? Will ich den verfolgen? Nein, ich will ihn nicht verfolgen. Wo kam er denn her? Ist er hier auch lang gekrochen? Oh. Hey, 6 Minuten sind schon rum. Ich freu mich. Der Schlüssel. Danke. Ich bin der Vater Martin in der 3. Etage, Mann. Der haut aber auch immer weiter ab. Warum bleibt er nicht einfach hier? Warum ist die Tür jetzt offen? Oh mein Gott. Dritte Etage. Dann laufen wir mal, wa? Nö. Können wir hier irgendwie in diesen Lüftungsschacht rein? Das wäre cool. Aber sieht nicht so aus. Oh oh. Wir sollten laufen. Aber ich weiß nicht, wo lang. Wer ist denn das überhaupt? Einer mit einem Beil. Das ist wieder so ein Zwilling, ne? Und jetzt? Ich weiß nicht wohin. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir hier reingekommen sind. Ich glaube, desto länger ich hier bleibe, desto schlimmer wird. Da sind wir, glaube ich, lang gekommen. Und es kann auch sein, dass wir jetzt da lang müssen, wo die gerade reingekommen sind. Bis jetzt ist er noch alleine. Also jedenfalls habe ich den anderen noch nicht gesehen. Okay, was soll's. Ich versuche jetzt da lang zu gehen. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir wahrscheinlich da lang. Auf geht's. War klar, dass das nicht funktioniert. Na dann, ab durch die Mitte. Hi. Tschüss. Hau rein. Da lang. Mal zu. Einfach weg. Okay. Notizen. Das Wernicke-Entlassungsinterview. Der Mann klingt wie Dr. Seltsam. Annehmlicher Bruder. Es ist eine 25 Jahre alte Tonaufnahme. Ein Interview mit Dr. Wernicke. Wernicke, okay. Los Alamos bedeutet Reinigung. Ach, Los Alamos bedeutet Reinigung. Wernicke spricht über spontane Blutung, Tumore, psychosomatische Reaktionen bei bereits verhaltensgestörten Menschen. Er scheint auf einer Grafwanderung? Zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Nur eine Versuchsperson, die
genug Grauen erlebt hatte, war in der Lage, die Maschine zu aktivieren. Der morphogenetische Antrieb. Was zur Hölle? Der Antrieb, den Film, den sie zeigen, ersetzt sich in meinem Kopf fest wie der Ohrwurm eines Musikstücks. Ich blinzle und sehe Rohrschacht-Tests, die wie ausschwärmende Insekten und infizierte Operationswunden aussehen. Die Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen, um den War Rider zu beschwören. Es ist das Summen. Ich höre es in meinen Knochen. Was zur Hölle? Jetzt bin ich auch nicht schlauer, ey. Mal auf. Mal auf, habe ich gesagt. Komm mal zu. Und tschüss. Dritte Etage. Hey. Was soll das? Warum tust du dies? Fahrstuhl oder was? Sollen wir Fahrstuhl nehmen? Oh. Weiß nicht, ob der Fahrstuhl funktioniert. Wir versuchen es mal. Für den Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. Na, Mann, wer hätte es gedacht? Küche? Okay, 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 okay. Hey, bei Radios liegen auch sonst immer Batterien. Diesmal nicht. Ist das Vater Martin? Bist du Vater Martin? Du bist nicht Vater Martin. Ach, du bist Klavierboy. Okay. Klavier, Piano, keine Ahnung. Alles das gleiche für mich. Da scheinbar rein zu müssen. Na, spannender Film oder was? Atmosphärisches Gebet. Schon wieder diese atmosphärische Störung. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre. Nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Gut, wir hauen nochmal ab. Na, du auch? Geht, Schwester? Nee. Nix. Zu. Mal zu und immer Hände waschen. Nicht vergessen. Okay, die sind alle ziemlich drauf hier. Aber von mir aus können sie so bleiben. Dann stellen sie wenigstens keine Bedrohung dar. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, ob diese Kamerastörung einfach nur so kommt oder an bestimmte Punkte gerichtet ist. Ich denke mal, hier sind wir raus. Vorher nehmen wir noch die Batterie mit. Und da ist nichts, ne? Ne. Na dann noch raus aus dem Fenster. Da. Hm.
weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist. Aber da zwischen dem Schacht und der Mauer lang zu kriechen, schien mir jetzt nicht schlau. Ja doch, hier sieht richtig aus. Hi Bruder. Was? Gott hates sickness? Gott hasst Krankheit? Okay. Sei schnell aufgestanden, hat die Tür zugeschmissen. Gott hates money. Gott hasst Geld. Gott always. Kann ich nicht lesen. Oh Junge, was ist los mit dir? Die Zwillinge? Ihr wollt mich doch gerade noch umbringen. Ach nö. Ach nö, einfach nö. Was macht ihr hier für eine Scheiße? My job. You alone shall escape, Petalva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. Wir kreuzigen den gerade, oder? Das war ja klar. Verbrennen den. Der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. Gut, das war's dann auch mit Pater Martin. Die Leidenschaft von Vater Martin. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Naja, wohl eher kaum. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Oh. Ihr mögt mich jetzt auf einmal, oder was? Nur vorsichtshalber. Ja? Klick-Klack abgeschlossen. Wow. Und dann zurück zum Aufzug. Och nö. Och nö. Ich glaube, ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Auf. Lass mich doch durch. Toll. Neuer Versuch. Ja, da. Weiß halt nicht, wo ich lang muss, ne? Gucken wir erstmal alle Dinger hier an. Aha.
Alter, der hängt mir voll im Nacken. Er hat mich gesehen. Okay, wir gucken mal da drüben noch rein. Aha. Okay, da hat er ein Problem. Ich glaube, der war da gerade ein bisschen stuck. Ich weiß halt nicht, wo lang. Ach, komm schon, Alter. Gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, sind wir aber an der Stelle erstmal am Ende. Muss ich gucken, wie ich das im nächsten Part dann mache. Gut, dann sage ich erstmal recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Outlast oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut rein.